Wir sind für den Aufbau hier, um zu beschützen, um die hiesige Bevölkerung zu unterstützen. Zu diesem Zweck müssen wir es vermeiden, sie zu töten. Um jeden Preis. Wir können ihnen nicht helfen wollen und sie gleichzeitig umbringen. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja. Wir befinden uns seit 8 Jahren im Krieg. Angesichts ihres Rufs und ihres Elans sind wir der Hoffnung, dass sie der Mann sind, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Wir kennen General McMahon als den Mann, der Al-Zarqawi ausgeschaltet hat, der Al-Qaida in die Eier getreten hat. Gern geschehen. Präsentieren Sie es gut. Verschieben Sie die Kompassnadel ein wenig. Bringen Sie es zu Ende. Das ist völlig sinnlos. Wir können nicht für immer in Afghanistan bleiben. Darum werde ich das hier gewinnen. Mein Team und ich wollen eine ganz neue Richtung einschlagen. Was ist diese neue Richtung? Wir bauen Afghanistan zu einem freien und wohlhabenden Land auf. Na gut, lächeln Sie für die Kamera. Klingt genau wie die alte Richtung. Ich bin nicht hier, um diesen Krieg zu verwalten. Und gewiss bin ich nicht hier, um zu kneifen. Es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Ambitionen nicht dominieren. USA! Und alle! USA! Wir sind hier mit voller Ausrüstung, um diese Leute davon zu überzeugen, dass wir tief im Innern ganz nette Leute sind. Ich muss eine Waffe erkennen! Wenn sie jemand knackt, dann sie. Sie sind nicht hier, um zu siegen, sondern um den Müll zu beseitigen. Sie sind fast 20 Minuten zu spät. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat.